Die Sportart Basketball macht nicht nur Spaß, sondern ist auch anstrengend. Es braucht Zeit und Training, bis man diesen Sport beherrscht. Es gibt viele gute Basketballspieler, zum Beispiel in der NBA. 10 von diesen Sportlegenden werde ich euch heute vorstellen. Viel Spaß! Auf der Nummer 10 haben wir Dwight David Howard, auch bekannt unter dem Spitznamen Superman. Er wurde am 8. Dezember 1985 in Atlanta geboren und spielt seit 2004 im Verein Charlotte Hornets in der NBA auf der Position Center. Er ist 2 Meter und 11 Zentimeter groß und wiegt 120 Kilogramm. Auf der Nummer 9 haben wir Vincent Lama Carter, auch bekannt unter den Spitznamen Vincenity oder Human Highlight Reel. Außerdem spielt er zurzeit in der Mannschaft Sacramento Kings und wurde am 26. Januar 1977 in Florida geboren. Er ist 1 Meter und 98 Zentimeter groß und wiegt etwa 100 Kilogramm. Platz Nummer 8, Erwin Johnson Jr. oder sein Spitzname Magic Johnson. Er wurde am 14. August 1959 in Lansing geboren. Er spielte 1994 bei den Los Angeles Lakers als Abwehrspieler und Stürmer, trat aber 1991 vom Profisport zurück, da er an HIV erkrankte. Außerdem ist er 2 Meter und 6 Zentimeter groß und wiegt 105 Kilogramm. Platz Nummer 7, Carmelo Kyam Anthony, auch Melo genannt, geboren am 29. Mai 1984 in New York. Er spielt seit dem 22. Februar 2011 für die New York Knicks in der NBA. Mit der US-Basketball-Nationalmannschaft ist er dreifacher Goldmedaillengewinner bei den Olympischen Spielen 2016 geworden. Außerdem ist er 2 Meter und 3 Zentimeter groß und wiegt 109 Kilogramm. Platz Nummer 6, Shaquille Rajon O'Neal, auch bekannt als Shaq oder The Green Monster, geboren am 6. März 1972. Er ist ein ehemaliger NBA-Basketballer, Rapper und Schauspieler. Er spielte 2010 bis 2011 bei den Boston Celtics als Center. Außerdem ist er 2 Meter und 16 Zentimeter groß und wiegt 147 Kilogramm. Nummer 5, Dwayne Tyron Wade oder sein Spitzname Flash. Geboren am 17. Januar 1982 in Chicago. Er ist ein US-amerikanischer Basketballspieler, der seit 2003 in der NBA aktiv ist. Außerdem steht er bei den Chicago Bulls unter Vertrag. Davor spielte er 13 Jahre für die Miami Heat, mit denen er bisher 3 NBA-Meisterschaften gewinnen konnte. Außerdem ist er 1 Meter und 93 Zentimeter groß und wiegt etwa 100 Kilogramm. Kommen wir zu Nummer 4. Kevin Wayne Durant, auch genannt Durantula, wurde am 29. September 1988 in Washington geboren. Er spielt für die Golden State Warriors. Er zeichnet sich unter anderem durch sein enorm starkes Ballhandling mit seiner Körpergröße von 2 Metern und 6 Zentimetern aus. Außerdem ist er 107 Kilogramm schwer. Top 3, Kobe Bean Bryant, auch genannt Black Mamba oder Wino, wurde am 23. August in Philadelphia geboren. Er spielte von 1996 bis 2016 für die Los Angeles Lakers auf der Position Shooting Guards. Er wurde 1998 ununterbrochen in die Auswahl der besten NBA-Spieler der jeweiligen Saison gewählt und gewann 2008 die Wahl zum MVP, also zum wertvollsten Spieler. Top 2, LeBron James oder auch King James genannt, geboren am 30. Dezember 1984 in Akron. Er spielt seit 2003 bei den Cleveland Cavaliers in der NBA. Er ist 2 Meter und 3 Zentimeter groß und wiegt 113 Kilogramm. Top 1, Michael Jeffrey Jordan. Seine Spitznamen lauten Air Jordan und His Ernest. Diese wurden ihm verliehen, da er bis zu 5 Sekunden in der Luft bleiben konnte, als er sprang. Er wird auch als bester Basketballspieler der NBA-Geschichte bezeichnet. Jordan ist am 17. Februar 1963 in Brooklyn geboren worden. Hauptsächlich spielte er im Verein Chicago Bulls. Außerdem ist er ein ehemaliger NBA-Star und Mehrheitseigentümer des Vereins Charlotte Hornets. Er stellte über 30 Basketball-Weltrekorde auf und gewann 1992 die Olympischen Spiele. Als 1993 sein Vater im Auto erschossen wurde, hörte Jordan kurzfristig auf mit seiner Basketballkarriere und widmete sich dem Baseball, da es der Wunsch seines Vaters war, ein Baseballstar zu werden. Da Baseball aber nicht sein Sport war, hörte er damit nach 2 Jahren auf und ging wieder in die NBA. Jordan ist 1 Meter und 98 Zentimeter groß und wiegt 98 Kilogramm.
Ich bedanke mich fürs Zusehen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt sie unten in die Kommentare. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und falls ihr möchtet, könnt ihr noch meinen Zweitkanal abonnieren. Ich verlinke ihn euch in der Beschreibung. Ciao.